Hallo, ich bin Philipp, ich bin Product Manager beim Bosch und heute werden wir über ein spannendes Thema reden. Dieses Thema ist Staub. Also ich werde über Staub und Staubsauger reden. Ich habe einen Kollegen mitgebracht. Jo, nämlich mich. Mein Name ist Georg. Ich bin Trainer hier beim Bosch, ganz klar, und begeistere unsere Kunden eben von unseren Produkten. Normativ in der EU gibt es 3 Staubklassen. Richtig. L, M, H. Und das steht für Low, Mid, High. Ganz einfach. Die L-Klasse ist typischerweise für alle Haushalte Stäube und nur alle grobkörnige Staube, zum Beispiel Sand oder Gips. Jetzt muss ich was erwähnen, Gips, man weiß nie, was hinter einer Gipswand steckt. In diesem Fall würde ich immer eine Stufe höher gehen und zum Beispiel, wir können zu die M-Klasse gehen. M-Klasse sind die typischerweise Baustelle-Stäube. Betonstäube, so Ziegelstäube, meistens Holzstäube, das ist M-Klasse. Also Baustelle M-Klasse ist a must, das können wir erwähnen. Und dann eine Stufe höher für die ganz feinen Stäube, die in deinen Lungen gängig sind und da bleiben könnten, dann haben wir die H-Klasse. Mhm. Typischerweise diese Stäube kommen mit dieser Mineralwolle, Steinwolle, genau. Glaswolle, das sind so Stäube, die man mittlerweile mit so H-Klasse-Saugern einfach am besten in den Griff bekommt. Genau. Wichtig zu verstehen ist, diese H-Klasse ist nicht nur der Filter, ist der ganze Staubsauger, ist ein System. Das heißt, man könnte einen M-Klasse-Filter in einen L-Klasse-Sauger, wir kriegen da keine M-Klasse-Sauger. Ganz wichtig. Also wir müssen das ganze System betrachten. Und Georg, wir sind in alle 3 Klassen repräsentiert, in L-, M- und H-Klasse. Lass uns anfangen mit unseren kleinsten Modellen von dieser 35-55 Range. Die GAS 35L SFC Plus. GAS steht für gewerblicher Allzwecksauger. Danke. Und dann, wir haben diese Nummer 35, das ist die Behältervolumen. Wir haben Sauger in 35 Behältervolumen und auch in 55 Behältervolumen. Das sind die großen Sauger. So, und jetzt fällt mir natürlich auf, Philipp, dass wir hier schon mal unterschiedliche Farben bei den Schläuchen haben. Kannst du uns da was dazu sagen? Genau, also alle unsere L-Klasse-Sauger haben den schwarzen Schlauch. Die M-Klasse-Sauger haben diesen blauen Schlauch. Blau steht für antistatisch Schlauch. Und schwarz ist nicht antistatisch. Was heißt das? Letztendlich ist es dieses Gefühl, in Anführungszeichen, was man hin und wieder bekommt, wenn man lang mit Geräten arbeitet, die so eine Ausstattung nicht haben, dann können die sich aufladen und man bekommt so irgendwie einen kleinen Schlag. Man hat immer den Eindruck, da entlädt sich irgendwas. Und das, auf die Dauer fühlt sich das unangenehm an. Und besonders ausgeprägt ist dieses Phänomen eigentlich bei Staubsaugern. Und dem entgegenzuwirken, haben wir eben die antistatische Ausstattung eingebaut. Und wie das Ganze funktioniert, da habe ich natürlich den Philipp und der ist der absolute Spezialist. Danke. Also wichtig ist, dass die ganze Aufladung sich entladen kann. Und deswegen brauchen wir leitende Elemente. Und das fängt schon am Ende vom Schlauch mit den Krümmer. Und den Krümmer auch selbst ist leitend. Das heißt, er ist antistatisch. Er hat einen Teil Graphit oder so ein ähnliches Element, die wirklich alles leitet. Und dann diese Aufladung wird geleitet weiter in den Schlauch. Diese blaue Schläuche bei uns, beim M- und H-Klasse, sind auch leitend, die sind antistatisch dann. Die ganze Aufladung geht durch den Schlauch und dann landet irgendwann beim Sauger. Dann ganz wichtig, die ganze Aufladung. So, ich nehme mal oben den Saugkopf ab. Krümmer, Schlauch und dann kommt es hier auf diese Metallpin. Und dann über den Metallpin dann an diesen Kontakt. Genau, das geht alles bis zum hier. Und am Ende, die ganze Aufladung dann landet am Ende von dem Kabel mit der Erdung und dann fließt alles in die Erde. Und so sind wir sicher, dass alles gut passt. Die M- und H-Klasse sind mit der ganzen Ausstattung antistatisch ausgestattet, mit dem blauen Schlauch und antistatisch Krümmer. Die L-Klasse haben den schwarzen Schlauch, das heißt, sie sind nicht antistatisch so beim Kaufen ausgestattet, aber innerlich, sie haben schon alle Elemente, die man braucht, damit, wenn ihr noch einen blauen Schlauch kaufen wollt und einen Krümmer, dann könnt ihr von dieser L-Klasse einen Antistatisch-Sauger machen auch. Oder ihr habt diese Ding von einem anderen Sauger, den ihr schon im Einsatz habt.
Zu bedienen ist ganz einfach. Man sieht hier, man hat ein großes roter Knopf und es gibt drei Positionen. Null tut es nicht, logischerweise. Und dann man kann den Sauger als normaler Staubsauger bedienen, das heißt ohne Werkzeug. An, aus, ganz normal. Man könnte auch als Entstauber diese Staubsauger benutzen. Das heißt, ich stecke ein Werkzeug in den Staubsauger hier. Sobald das Werkzeug angeht, wenn ich auf diese Position bin, habt ihr gesehen, sobald das Werkzeug angeht, geht der Staubsauger an und auch von Vorschriften bleibt noch eine Weile her noch Staubsaugen. So, was haben wir hier noch, Philipp? Wir haben hier Einstellmöglichkeiten. Was steht da drauf? 15, 22, 35. Indiziert unsere oder zeigt an unsere Schlauchgrößen, die wir haben. Und das sollte eigentlich immer korrespondieren, zusammenpassen, was wir jetzt dran haben. Standardmäßig wird ja das Gerät mit dem 35 mm Schlauch ausgeliefert. Ergo und folglich stelle ich hier auch 35 ein. Wir haben andere Schlauchtypen, Schlauchdurchmessergrößen und die können dann hier entsprechend eingestellt werden. Also achtet immer drauf, Schlauchdurchmesser muss mit dieser Zahl hier übereinstimmen und dann seid ihr schon mal ganz gut vorbereitet. Auf der anderen Seite haben wir hier nochmal einen Schalter, einen Drehschalter Min-Max und ist eigentlich so ein bisschen selbsterklärend. Hier können wir die Saugleistung kontrollieren. Manchmal will man gar nicht, dass der die volle Leistung bringt. Ich denke da einfach an Schleifarbeiten, wenn die ganze volle Saugleistung dann den Schleifer auf das Material drückt, dann tut man sich sehr schwer und so viel Staub wird da vielleicht gar nicht abgetragen. Also reduziere ich hier einfach die Saugleistung, dann habe ich weniger Widerstand und kann dann trotzdem vernünftig sauber arbeiten. Insbesondere hier so mit so einem Exzenterschleifer merkt man das ganz entscheidend. Hier unten haben wir ein weiteres Element, AFC, aber das darf der Philipp erklären. Genau, das ist wieder diese automatische Filterreinigung, Filtercleaning auf Englisch. Das heißt, jedes Mal, dass ich den Sauger anschalte, geht es an. Und das heißt, alle 15 Sekunden wird der Filter gereinigt. Ja? Falls es stören würde oder zum Beispiel für Nasssaugen, ich brauche diese Funktion nicht. Ja. Und dann, ich kann abschalten. Habt ihr gesehen, ich habe nur auf den Knopf gedrückt und dann ist schon abgeschaltet. Allerdings, jedes Mal, dass ich wieder anschalte, geht es wieder an. Die ganze Schönheit an dieser automatischen Filterreinigung ist, dass ich kriege eine konstante Saugleistung, wenn ich arbeite, weil der Filter wird konstant gereinigt. So haben wir hier noch die Laschen hier. Das habt ihr ja vielleicht schon bemerkt und gesehen. Hier wickeln wir den Schlauch auf mit diesen Gummibändern. Ja, ausgestattet mit entsprechenden Lenkrollen hier, mit Feststellmöglichkeiten. Und dann hast du eigentlich ein rundum tolles System. Und Georg, wie du weißt, ein wichtiges Element in den Sauger ist das Filter. Das Filter sollte immer sauber bleiben. Es gibt schöne Methoden, einen Filter zu reinigen. Man muss nicht unbedingt den Filter rausnehmen und Dinge tun, was man nicht sollte. Mit unserem Sauger können wir sehr einfach den Filter reinigen mit diesem Knopf. Ich werde total maximal Unterdruck erzeugen. Wenn das geschieht, würde ich auf den Knopf dreimal nacheinander drücken und dann bitte beobachten, wie der Sauger atmet und so wird der Filter von oben nach unten gereinigt mit Luftdruck in die andere Richtung. Ich mache die kleine Demo, ich mache an, Unterdruck und dann. Dreimal. Und so stellen wir sicher, dass auf kürzester Zeit und ohne großen Aufwand der Filter ist super gereinigt. Und das funktioniert wirklich richtig gut. Die Leute, die das probiert haben, sind begeistert. Falls es nicht funktionieren sollte, man kann auch, falls wirklich notwendig, den Filter rausnehmen. So, Moment, bevor du da jetzt anfängst, immer natürlich Stromkabel zunächst ziehen, wenn man irgendwelche Arbeiten am Gerät macht. Danke. Hier, ich habe eine Griffe. Ich kann diese Klappe öffnen. Ihr seht auch, ist eine Arretierung drin, fällt einem nicht unbedingt gleich auf die Finger zurück. Das ist ganz wichtig. Genau, und der Filter befindet sich hier. Ich kann den Filter dann rausnehmen. Und
auf keinen Fall den Filter biegen oder was andere Leute machen. Ja, wie unterstellst du mir natürlich diese Art und Weise? Genau. Ja, oder allseits bekannt und beliebt natürlich hier Druckluft. Im schlimmsten Fall drückt man hier den Dreck noch und den Staub noch durch die ganzen Filterporen da durch. Also das Filterelement wird hier nur noch beschädigt und nicht gereinigt. Genau. Wie es richtig gemacht wird, zeigt euch jetzt der Philipp. Es gibt eine Manier, die funktioniert, ist den Filter so flach wie möglich halten und auf diese Höhe flach fallen lassen. Dreimal. Und das reicht. Und so sieht mich ein bisschen noch, Staub ist noch rausgekommen. Und so ist der Filter sauber. Beim richtigen dreckigen Filter, ich empfehle dann ein neues Filter zu nehmen. Und wie man sieht, jeder von unseren Filtern für die Sauger hat so einen quadratischen Gummirahmen. Ist ganz wichtig, ganz wichtig, dass dieser Rahmen immer sauber ist. Genauso wie den Rahmen in den Staubsauger. Muss wirklich weg von jeder Staubkörner. Und dann kann ich den Filter einfach rein und sicherstellen, das ist wirklich ganz wichtig, dass die Gummiraben ganz schlüssig mit den Saugerrahmen abschließt. Und einmal gemacht, können wir die Klappe zumachen und gut ist es. Wir haben 4 Filter im Angebot. Und ich fange mit dem ersten, das ist dieser Cellulose- oder Papierfilter gekannt. Eigentlich für so gewöhnliche Feinstaub und grob Schmutz. Genau. Haushalt, Werkstatt. Genau. Ist auf keinen Fall für Nassanwendungen gedacht, wirklich für Trockenanwendungen. Und dann die nächste Schritte, das wäre unser PES-Filter, ist im Endeffekt ein Polyesterfilter und die hat eine Nano-Beschichtung. Sehr elegant, weil dann dieser Staub kann viel besser so fallen oder abgleiten. Ja? Empfohlen für Trocken- und für Nass-Anwendungen und auch für so abrasive Stäube. Mhm. Die nächste Schritte. So, gebe ich dir mal den Weg frei, Philipp. Danke. Das ist, was wir nennen bei uns diese PTFE-Filter, sehr komplizierter Name, kein Problem. Das ist auch ein Polyesterfilter mit Teflon-Beschichtung, wie man kennt in unserer Bratpfanne. Dieser Lotus-Effekt kommt gut. Und dann perfekt auch für Trocken- und Nassanwendungen, abrasive Stäube und auch für ganz jungen Beton, heißt grüner Beton. So ist es. Grüner Beton bezeichnen wir für die, ja, die das genauer wissen wollen, Beton, der nicht älter wie 28 Tage ist. Also der ist noch nicht ganz ausgehärtet, hat also noch eine sehr hohe Restfeuchte und würde es dann dazu führen, wenn man diese Stäube, die, ja, ist ja nicht wirklich ein Staub, sondern dieses Medium dann aufsaugt zur Verklumpung und zum Zusetzen des Filterelements dienen oder gehen. Und er kommt mit dem Staub richtig gut klar. Gut klar, danke. Und dann kommt unsere H-Klasse-Filter jetzt. Dein Baby. Mein Baby. Er ist sehr ähnlich wie die PTFE-Filter, nur diese Filtrationgrad ist noch feiner. Er kann filtrieren bis 99,95%. Die Zahl muss man uns nicht merken, aber H-Klasse-Filter, super Filtration und man merkt auch... Ja, Philipp, wenn man die jetzt einmal vergleicht, ja, und... Da ist eine gewisse... Genau. Auf deiner Seite, du kannst den Filter biegen. Es tut mich immer ein bisschen weh. Das tut dir im Herzen weh, das weiß ich. Tun wir das nicht mit dem Filter und hier schon den Schutz angebaut. Genau, da haben wir eine gummierte... Die Lamellen sind hier gummiert. Da kann man also diese Bewegung gar nicht mehr ausführen. Und das schützt den Filter zusätzlich und erhält so eine höhere Lebensqualität oder Lebensdauer. Perfekt, genau. Prima. So, jetzt haben wir immer noch das Problem... Wenn wir die Filterelemente so haben, ohne die Verpackung, auf der natürlich viel Information draufsteht, ja, wie identifizieren wir die? Relativ einfach. Wir schauen uns mal diese Filter an. Ich nehme die zweimal hoch, halte sie in die Kamera. Und dann seht ihr, da kann man die ganz eindeutig über die Artikelnummer auseinanderhalten. Genau. Ja? Vor allem für die zwei hier, die komplizierten. Ganz genau. So. Genau, das war unsere Artikelnummer Filter. Natürlich auf der Verpackung drauf und damit kann man die Eigenschaften dieser Filterelemente ganz klar zuordnen. Wir bieten auch unterschiedliche Beutel und Säcke und ich fange mal an mit dem hier. Das ist ein Entsorgungssack.
Wie man sieht, sehr ähnlich wie was man in die Küche hat. Mit dem Unterschied, es gibt hier eine kleine Streife, kann man ziehen und dann können wir sehr schön die Sack schließen. Zukleben. Damit so wenig in Berührung mit dem Staub kommt, so wenig wie möglich. Klar, meine Lieblingslösung ist mit den Beutel zu arbeiten. Okay. Und weil die Beutel ist so ein geschlossenes System. Der Staub bleibt in den Beutel, egal welches Art vom Beutel. Am Ende kann man sehr schön schließen und das ist wirklich so Staubarmentsorgung. Ja? Es gibt unterschiedliche dann Beutel. Das ist ein Papierbeutel. Es tut alles sehr gut, aber ist nicht für Nassanwendung gedacht. Was Papier so an sich hat. Ein bisschen wie ja. Den Filter, genau. Ist ja. Eigentlich sehr logisch. Die nächste Beutel wäre dieser Fließ-Filterbeutel. Wie der Name sagt, ist auch eine Art Vorfilter und die schont den Filter, wie alle Beutel, weil der Staub bleibt hier drin. Ist auf Fließmaterial gemacht und deswegen viel elastischer und viel strapazierbar wie ein Papier. Das ist mein Lieblingsbeutel. Klar, denn wenn man ein Sauggut hat, was vielleicht splittrig ist, nach Fliesen abschlagen, den Rest hier zusammensaugen, dann hat man sehr, sehr spitzige Gegenstände oder Teilchen da drin und die würden natürlich einen Papierbeutel relativ schnell zerstören und wäre kontraproduktiv und dieses Material ist da einfach viel, viel strapazierfähiger und ist natürlich bei solchem Saugut einen Papierbeutel jederzeit vorzuziehen. Genau. Und dann, ja. Georg, wir haben noch... So, dann haben wir natürlich noch mehr andere Modelle hier. Ich habe hier den, der ist prädestiniert natürlich für Nassanwendungen. Das ist ein sehr, sehr stabiles Material und hat hier oben natürlich auch eine tolle Verschlussklappe, ja, die, ich will jetzt schon sagen, wasserdicht ist. Das Wasser muss natürlich aus dem Sack auch raus, geht dann in den Behälter rein, ist kein Thema. Aber das Sauggut bleibt hier schön drin, verstopft dann nicht den Ausguss, wenn man das... wenn man das Wasser dann entsorgen muss, ist sehr stabil. Also für alle Nassanwendungen ist dieses Teil, dieser Beutel, ja, ich muss immer in der Terminologie bleiben, sagt Beutel, aber das ist wiederum ein Beutel, ganz toll für alle Nassanwendungen. Ja. So, wir haben vorgestellt den H-Klasse-Sauger und da müssen wir uns natürlich was ganz anderes überlegen. Und da haben wir da eine Kombination, genau. Ein Produkt aus einem Beutel. Ich habe das Teil hier. Nur, wenn ihr das jetzt seht, meint ihr, das ist ein Sack. Grundsätzlich habt ihr mal recht. Es öffnet sich wie ein Sack, aber was wir hier innen sehen, das ist ein spezieller Beutel, der eben für diese H-klassifizierten Stäube und Sauggut geeignet ist. Also alles, was so ganz fein, lungengängig ist, Steinwolle, ja, Glaswolle, aber auch diese schimmelbelasteten Materialien bei einer Schimmelsanierung werden hier bestens zurückgehalten. Ja, und darum haben wir dann gleich auch einen Staubsack konstruiert, also eine Kombination. Verbleibt also immer schön innen drin, denn über diese Klappe oder diesen Stutzen hier vorne kriegen wir ja die Verbindung zum Sauger her. Wir schließen das wie bei diesen anderen Beuteln eben auch. Aber wir haben zusätzlich dann noch eben zwei Möglichkeiten, wenn man den Beutel mit dem Sack eben aus dem Gerät entfernt, macht man den zusammen und wir haben hier gleich angeheftet einen Kabelbinder, mit dem verschließt man dann den Sack eben, wo der Beutel drin ist und man sieht dann an der Seite eben, haben wir noch mal so ein kleines Fensterchen mit einem Fließstoff, mit einem Fließmaterial versehen. Da könnte ja rein theoretisch jetzt auch wieder Material entweichen von diesem Sauggut, was eventuell daneben gegangen ist. Aber auch hier die Möglichkeit, hier mittels einem abzuziehenden Klebestreifen oder Klebeklappe verschließen wir hier diesen Sack.
Ja, ich muss immer mit der Terminologie bleiben. Genau. Ja. Und sowieso super so. Vom Staub geschützt. Und dann haben wir hier wirklich eine nahezu hermetisch abgeriegelte Entsorgungsmöglichkeit. Man kommt also mit diesen hochbrisanten Stoffen, diese Haarstäube eben überhaupt nicht mehr in Verbindung. Ich konnte den Sauger so benutzen, meine ich ohne Sacke oder Beutel, aber ich empfehle dringendst oder wirklich vom Herzen wenigstens einen Entsorgungssack zu benutzen. Also sieht so aus. Die Besonderheiten an diesem Sack sind die drei Löcher. Ein großes Loch werden in den Sauger gehen, in diesen Schlauchanlass. Diese Ansaugmuffe. Ansaugmuffe, danke. Und die große Besonderheit sind die zwei kleinen Löcher. Der Zweck von diesen Löchern ist, in den Behälter diesen Unterdruckausgleich zu erlauben. Ich zeige schnell, wie es funktioniert, um diese Tasche zu platzieren. Die zwei Laschen auf. Ich gebe dir das mal. Ich halte den Behälter und du baust das in die Tasche rein. So, was wir hier natürlich jetzt schön sehen, ist hier die Ansaugmuffe, die Anschlussmuffe. Und hier einen abgesetzten Ring auf dieser Muffe. Und das ist jetzt ganz wichtig. Und den Philipp. Plastik muss über den Ring gehen. Ich hoffe, die Kamera kann das sehen. Dann hier, man sieht sehr gut, wie der Plastik über den Ring platziert ist. Dann einfach die Tasche um den Behälter zu platzieren. Ich passe auf, dass die Löcher, wo ich bevor besprochen habe, sind in den Behälter und nicht draußen. Ganz wichtig. Und wenn so alles ist, dann sind wir gut. Einfach den Kopf wieder drüber. Und der alte Trick mit dem Backstein dann in das Ding reinlegen, der hat sich damit eigentlich erübrigt. Das braucht man nicht. Das braucht man dann nicht mehr. Kopf drauf, zwei Laschen zu und ansatzbereit. Fertig. Haben wir nicht noch was vergessen, Philipp? Ich glaube schon. Für diejenigen unter euch, die jetzt aufmerksam zugeguckt haben, haben wir einen kleinen Bug eingebaut. Ich sage nur Antistatik. Und das ist ein Fehler, den bei vielen Anwendungen einfach gemacht wird und keine Berücksichtigung findet. Wir zeigen euch jetzt, wo der Fehler liegt. Genau. Wir machen wieder offen. Und wie wir bevor gezeigt haben, ist ganz wichtig, dass dieser kleine Metall-Pin frei ist, damit er die ganze Kette Elektrizität ableiten kann. Oder Elektrizität ja, damit ableiten die Antistatikfunktion von dem Sauger gewährleistet ist. Es ist also ganz wichtig, dieses Ding hier durch das Kunststoff, durch den Kunststoffsack, ja, muss ich mal aufpassen, ja, durchgestoßen wird, sonst funktioniert die Antistatik nicht. Genau. So einfach ist das. Denkt also dran. Und jetzt sind wir richtig wirklich Einsatzbereit und fertig. Ja, damit haben wir euch die Saugerei vorgestellt, aber natürlich ein Sauger ist nur so gut auch wie sein Zubehör. Und was ihr hier jetzt seht, das ist das serienmäßige Zubehör, was mit allen Saugern heuer mitkommt, die wir euch heute vorgestellt haben. Ein dreigeteiltes Saugrohr, ein Krümmer, ein Handgriffkrümmer, natürlich auch eine Fugendüse und vor allem diese Universalmuffe, die ganz wichtig ist, Click and Clean. Genau. Und dann nur noch diese Bodendüse, die kommt auch serienmäßig mit die Bürste. Man kann auch sehr leicht die Gummilippen da reinbringen. Ganz einfach. Man sieht hier zwei kleine Nasen, Kunststoffnasen. Nasenkunststoff. Ich kann sogar ohne Werkzeug auch ein bisschen Druck üben. Und dann ganz leicht kann ich das rausmachen. Ich demonstriere noch einmal mit der anderen Seite. An die Nase mit meinem Daumen. Ein bisschen Druck
üben und einfach wegziehen. Dann aufpassen, es gibt zwei unterschiedliche Länge. Und die längere Teil mache ich hier vorne. Und die kürzere mache ich einfach hinten. Und so schon einsatzbereit. Einsatzbereit fürs Nasssaugen. Das sind die schönen Gummilippen zum Nasssaugen. Genau. Wunderbar. So. Das Zubehör ist natürlich nicht nur so lose irgendwo mitzunehmen. Und deswegen sind auch alle unsere Sauger, die wir heute gezeigt haben, hier oben mit diesen schwarzen Halte, Nasenhalte, Kunststoffteile, Formteilen ausgestattet. Und das ist die Besonderheit bei unseren Bosch-Saugern. Wir haben ja auch dieses L-Box-System bei uns im Programm. Und das ist von Anbeginn der Tage, als wir die L-Boxen auf den Markt gebracht haben, voll kompatibel. Und ich habe jetzt hier mal die größte Box mitgebracht, ja, die ich einfach hier mal draufstelle. Wunderbar, ihr seht, das hält, das ist ein stabiler Turm. Mehr sollten wir aber auch nicht auf so einen Sauger aufladen. Das ist klar definiert, eine L-Box, maximal 15 Kilo. Ausgerüstet sind die Sauger natürlich auch mit leicht laufenden Rädern und die man natürlich auch feststellen kann. In Summe ein aufgeräumtes System. Ich hoffe, Philipp und ich, wir konnten euch heute von unserer Sauger-Range mit dem neuen Familienmitglied hier, dem H-Sauger, die Features und die Eigenheiten näher bringen. So ein paar Tipps und Tricks waren ja auch dabei, die nicht umsonst sind. Und ihr merkt einfach, Sauger sind nicht mehr ein alleinstehendes Produktsegment, sondern integraler Bestandteil unserer Werkzeugfamilie. Nicht nur wichtig für das Arbeitsergebnis, für das Arbeitsumfeld, sondern vor allem für die Gesundheit. Die Investition lohnt sich auf jeden Fall. Und aus dem Grund bedanken wir uns für euer Interesse und Philipp. Und bitte nie vergessen, auf den Bildschirm zu klicken, um den Kanal abonnieren oder wenn ihr mehr Videos anschauen wollt.